Parasit. Ich persönlich finde das Thumbnail, das Buchcover ein bisschen unangenehm. Aber das ist ja nur meine eigene Meinung und ich glaube, das ist auch die Wirkung, die das Buchcover erzielen möchte. Parasit ist bei Festa erschienen und im Original unter Flash. Es umfasst 416 Seiten, ist also doch schon ein Brummer und ich sage es jetzt nochmal, es ist eine Neuauflage. Natürlich, Richard Lehman hat irgendwann, soweit ich das rekonstruieren kann, in den 80er Jahren diese Bücher verlegt. Sie sind dann auch im Deutschen rausgekommen. Festa macht eine Neuauflage. Das gehört jetzt nicht zur Richard Lehman Gesamtausgabe. Es ist einfach in der Taschenbuchreihe erschienen als Taschenbuchband 4. Also ein ganz, ganz krasses Urgestein. Als die ersten Einwohner eines US-Städtchens durchdrehen und ihre Mitmenschen brutal töten, ahnt noch niemand, dass sich eine Katastrophe anbahnt. Es liegt wohl am heißen Wetter, die Leute sind gereizt. Die kleine Leichenhalle füllt sich mehr und mehr. Doch dem Polizisten Jake fallen einige Seltsamkeiten auf. Es gibt keine nachvollziehbaren Motive für die Taten. Und was noch schrecklicher ist, alle Mörder sind zu Kannibalen geworden. Jake findet schließlich den wahren Grund für die Morde heraus. Er würde am liebsten im Laufschritt aus der Stadt rennen. Doch der Parasit lässt das nicht mehr zu. Ah, ich hätte das vorbereiten sollen, dass ich das schon mal auf meinem Tablet aufhab. Ihr werdet gleich sehen, es ist super krass geschrieben, der Einstieg. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen, deswegen habe ich es heute auch rausgesucht. Und los geht es. Ach ja, das Buch kostet 13,95 als Print und als E-Book 5,99. Und für mich ist es halt immer ein bisschen komisch, ein Tablet oder so zu lesen. Ich weiß auch nicht, warum ich euch das immer erzähle, aber ich persönlich bin halt lieber der Buchfan, wenn man an denen noch riechen kann und sie anfassen kann. Okay, war ein bisschen weird, aber. Eddie hatte in seinem Lieferwagen die Straße ganz für sich allein. Da war nur noch dieses Fahrrad. Als er es das erste Mal von der Kuppe des Hügels aus machte, war es weit weg unten auf der Straße. Auf diese Entfernung konnte er nicht allzu viel von dem Fahrer erkennen. Zumindest war es kein Kind. Das Rad war eines von dieser hohen, windschnittigen Sorte, nicht eines von denen, mit denen Kinder durch die Gegend strampeln. Der Fahrer schien groß genug, um mit dem Rad umgehen zu können. Könnte ein Teenager sein, dachte Eddie. Könnte auch eine Puppe sein. Blinzelnd beugte er sich vor. Die Unterseite des Lenkrads drückte in seinen Bauch, führte die Falte zwischen seinen Speckrollen. Das könnte tatsächlich eine Puppe sein. Mit dem Handrücken fuhr Eddie sich über den Mund. Er war jetzt halb den Hügel hinunter, gewann an Tempo und verringerte allmählich die Distanz zwischen dem Lieferwagen und dem Rad. Die Gestalt auf dem Fahrrad hatte ziemlich langes braunes Haar. Das musste nicht viel bedeuten. Eine Menge Männer trugen ihr Haar so lang und noch länger. Allerdings tragen nicht viele Kerle rote Shorts. Eddie fuhr näher ran. Nah genug, um zu erkennen, wie die Hüften des Fahrers von der schmalen Taille abwärts breiter wurden. Also doch eine Puppe. Zu beiden Seiten der Straße breiteten sich Felder aus, auf denen vereinzelt Bäume standen. Keine Häuser, keine Menschen. Die Straße vor ihm war ausgestorben, soweit er sehen konnte. Eddie sah in den Rückspiegel. Die Fahrbahn hinter ihm war ebenfalls leer. Also die da, sagte er. Er trat das Gaspedal durch. Die Radlerin hatte sich nicht umgeschaut, aber sie musste das Motorengeräusch gehört haben. Das Rad zog nach rechts hinüber, weg von der Mitte der Straße und fuhr jetzt 1 Meter vom Fahrbahnrand entfernt weiter. Eddie schloss zu ihr auf. Die Fahrerin war über den Lenker gebeugt. Sie trat weiter in die Pedale. Ihr T-Shirt war so eng, dass Eddie die Wirbel ihres Rückgrats erkannte. Nackte Haut schimmerte zwischen dem unteren Saum ihres Shirts und dem elastischen Band der Shorts durch. Ihr linker Arm gestikulierte. Sie winkte Eddie vorbei. Im letzten Augenblick schaute sie sich um.
Eddie war so nah, dass er die blaue Farbe ihrer Augen erkennen konnte. Sie sah verdammt gut aus. Er steuerte auf sie zu. Ich stehe auf die gut aussehenden. Ihr Vorderrad brach nach rechts. Hübsch und jung und zart. Er wartete darauf, dass sie auf die Windschutzscheibe prallte. Doch sie wurde in die falsche Richtung geschleudert, nach vorne und rechts. Sie saß nicht länger auf ihrem Rad. Sie flog mit strampelnden Beinen durch die Luft, als Eddies Lieferwagen gegen das Fahrrad krachte. Kein Problem, dachte Eddie. Sie kommt nicht weit. Ich krieg sie. Das wird ein Spaß. Seine Reifen auf der rechten Seite holperten über den kiesbestreuten Randstreifen der Straße und er lenkte gerade zurück auf den Asphalt, als vor ihm eine Brücke auftauchte. Sie war ihm wohl nicht aufgefallen. Er haschte einen Blick auf das Schild, als er daran vorbeiraste. Weber Creek. Ziemlich mickriger Bach. Und eine ziemlich mickrige Brücke. Aber mit einer meterhohen Betonbrüstung. 2. Geht es Ihnen gut? Sehe ich so aus, als gehe es mir gut? Sie saß auf dem Boden mit dem Rücken zur Straße, den Kopf nach hinten gedreht, um ihn anzusehen. Über ihrer rechten Augenbraue war die Haut bis zum Haaransatz abgeschürft. Auf dem blanken Fleisch glänzten Blutstropfen. Die Wunde war schmutzig und Fetzen trockenen Unkrauts hafteten an den blutigen Abschürfungen. Jake setzte sich zu ihr an den Straßengraben. Ihre Knie und die Vorderseite ihres rechten Oberschenkels waren genauso mitgenommen wie ihre Stirn. Ihr rechter Arm hing zwischen den Beinen herab, die Knöchel berührten den Boden. Sie stabilisierten den zitternden Arm mit ihrer anderen Hand. Es schien gar nicht darum zu gehen, das Zittern zu unterdrücken. Die gesunde Hand war wohl eher zur Beruhigung, so wie man seine Hand auf ein verletztes Tier legen mochte. »Glauben Sie, dass er gebrochen ist?« fragte Jake. »Woher soll ich das wissen?« Jake holte ein Notizbuch hervor. »Verraten Sie mir Ihren Namen.« »Jameson«, sagte sie. Ihr Mundwinkel zuckte. Jake schrieb. »Und Ihr Vorname?« »Celia.« »Danke.« Sie drehte ihren Kopf, um ihn erneut anzusehen. »Sollten Sie nicht irgendetwas deswegen unternehmen?« Ihre Augen deuteten auf den brennenden Lieferwagen 20 Meter weiter. »Die Feuerwehr ist unterwegs. Mein Kollege hat ein Auge darauf.« »Was ist mit dem Fahrer?« »Wir können nicht viel für ihn tun.« »Ist er tot?« »Hackfleisch«, hatte Chuck es formuliert, als er die Überreste des Fahrers aus der Windschutzscheibe hängen sah. »Ja«, sagte Jake. »Er hat versucht, mich zu überfahren. Wirklich. Er hatte die ganze Straße für sich. Ich fahre am Straßenrand und winke ihm noch zu, vorbeizuziehen, aber als ich dann zurückschaue, da hält er direkt auf mich zu. Er hat gegrinst und direkt auf mich gezielt. Der hatte bestimmt 100 Sachen drauf.« Ihre Miene spiegelte Ratlosigkeit, so als habe sie einen schlichten Witz gehört und wartete jetzt darauf, dass Jake die Pointe erklärte. »Der Kerl wollte mich umbringen. Er hat mein Fahrrad zu Schrott gefahren.« Sie nickte dorthin. Das Rad lag mit verborgenen Rädern im Unkraut auf der anderen Seite des Straßengrabens. »Was passiert ist? Ich habe das Rad herumgerissen, um ihn auszuweichen, und dabei habe ich es zu weit verrissen. Kurz bevor er es erwischt hat, nehme ich an. Mich hat der Wagen nicht einmal gestreift. Das nächste, was ich mitgekriegt habe, ich landete im Graben und dann hat es gekracht. Scheiß Kerl. Das hat er davon, wenn er durch die Gegend fährt und versucht. Ich habe doch nichts getan.« »Könnten Sie ihn?« fragte Jake. »Ich habe von so Kerlen gehört, die überfahrene Hunde nur so zum Spaß. Hey, vielleicht hat er mich für einen Hund gehalten.« Sie versuchte ein Lachen, brachte jedoch nur ein raues, schluchzendes Geräusch hervor. »Haben Sie den Mann je zuvor gesehen?« »Nein.« »Haben Sie irgendwas getan, um ihn zu provozieren?« »Natürlich, ich habe ihm den Mittelfinger gezeigt.« Oh, »was soll das? Ist das plötzlich alles meine Schuld?« »Haben Sie?« »Nein, verdammt. Ich habe nicht mal gesehen, bis er mir am Arsch saß.« »Also, Ihrer Meinung nach gab es zu seiner Tat keinerlei Anlass.« »So ist es.« »Sie sagten, Sie hörten das Krachen gleich, nachdem Sie im Graben gelandet waren?«
Vielleicht doch kurz vorher, ich weiß nicht. Und was geschah dann? Ich schätze, ich bin ohnmächtig geworden. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hörte ich ihre Sirene. Da habe ich mich aufgerippelt und... Hey, Jake! Jake sah über die Schulter. Chuck stand mit einem Feuerlöscher in der Hand vor der offenen Hecktür des brennenden Lieferwagens und winkte ihn zu sich. Ich sehe besser nach, was er will. Bleiben Sie hier einfach sitzen, der Krankenwagen ist unterwegs. Celia nickte. Jake erhob sich, wischte den Hosenboden ab und ging zu seinem Kollegen hinüber. Seh dir das an, sagte Chuck und zeigte auf den Boden. Auf dem hellen Staub des Randstreifens waren ein paar dunkle Flecken. Jake ging in die Knie, um die Sache näher in Augenschein zu nehmen. Sieht aus wie Blut, sagte Chuck. Scheint so. War das Mädchen hier? Nicht nach dem, was sie mir erzählt hat. Wir sollten da lieber sicher gehen, denn wenn die nicht... Ist dir klar, was das heißt? Jake hörte eine Sirene in der Ferne. Er sah einen Blutfleck auf dem grauen Asphalt der anderen Straßenseite. Die Feuerwehr oder der Krankenwagen waren noch nicht in Sicht, also lief er über beide Fahrspuren. Chuck trottete neben ihm her und schleppte dabei immer noch den Feuerlöscher mit sich herum. Wie kann jemand so einen Unfall überleben? Jake schüttelte den Kopf. Pures Glück. Ja, ich schätze, sowas kommt vor. Manchmal gibt es ja auch Leute, die überleben einen Flugzeugabsturz. Da! Ich sehe es. Ein Schmierer Blut auf einem Farnblatt. Jake trat in das Gestrüpp. Er kontrollierte den Graben und die Wiese dahinter, beides sah überwuchert mit Unkraut, das nach den letzten Frühlingsregen wuchs und gedieh. Auf der verwilderten Wiese wuchsen hier und da Büsche, sogar ein paar vereinzelte Bäume standen herum. Er sah niemanden. Chuck formte die Hände an den Seiten seines Mundes zu einem Trichter und rief, »Hallo! Hey, du da!« Obwohl Jake direkt neben ihm stand, konnte er die Stimme über den Lärm der Sirene kaum hinweghören. Dann erstarb die Sirene. Chuck rief erneut. Jake vernahm das Ächzen von hydraulischen Bremsen, das blecherne Knistern und die Stimme eines Funkgeräts. Als er sich umsah, erkannte er den leuchtend gelben Spritzenwagen der Stadtfeuerwehr. »Was glaubst du, warum er sich aus dem Staub gemacht hat?« fragte Chuck. »Wenn ich so einen Unfall gehabt hätte, würde ich doch dableiben und auf Hilfe warten.« »Vielleicht steht er unter Schock und weiß nicht, was er tut. Vermutlich wollte er sich aber so schnell wie möglich von hier verpissen. Das Mädchen sagt, sie fuhr ganz harmlos mit ihrem Fahrrad die Straße entlang und der Wagen hat versucht, sie mit voller Absicht zu überfahren. Was bedeuten würde, dass der Bursche nicht unbedingt ein Musterknabe ist. Du behältst die Sache hier im Auge und ich sehe zu, ob ich den Kerl finde.« »Lass ihn nicht den ganzen Tag Zeit, ja? Ich krieg langsam Kohldampf und meine Reserven sind erschöpft.« Die Reserven waren das Arsenal an Bonbons, Snacks und Schokoriegeln, das Chuck im Streifenwagen angelegt hatte. »Du wirst es überleben«, sagte Jake. Er gab Chuck einen Klaps auf seine Wampe, bevor er hinunter in den Graben kletterte. Dort suchte er nach Blutspuren und stieg auf der anderen Seite wieder hoch. Auf der Straße bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen mit chemischen Löschmitteln. Chuck ging zu Celia hinüber, die nun stand, ein wenig zusammengekrümmt und sie hielt sich noch immer den rechten Arm. Jake überlegte, dass sie vermutlich zur Universität ging. Sie hatte das passende Alter und wenn sie aus der Gegend stammte, hätte er sie vermutlich gekannt. Außerdem war er ihre patzige Art. »Sehe ich so aus, als gehe es mir gut?« »Das kannst du ihr nicht übel nehmen«, sagte er sich. »Sie hat Schmerzen. Sie sieht gut aus, selbst mit dem ramponierten Gesicht. Sie war verdammt dicht davor gewesen, vorzeitig den Löffel abzugeben.« Er ging weiter und setzte seine Suche fort. Zwei im Lieferwagen. Einer war getötet worden, der andere hatte sich aus dem Staub gemacht. Der tote Bursche war eindeutig der Fahrer. Der Überlebende musste sich hinten im Wagen aufgehalten haben, sonst wäre er geradewegs durch die Windschutzscheibe geschleudert worden, genau wie sein Kumpan. Celia hatte auch nichts davon gesagt, dass sie jemanden auf dem Beifahrersitz bemerkt habe. Wenn er hinten im Wagen gewesen war, hatte er vielleicht nichts mit der Sache zu tun. Nein, er steckte mit drin, oder er wäre nach dem Unfall in der Nähe des Lieferwagens geblieben.
Nach längerer Suche entdeckte Jake einen Löwenzahn mit einem geknickten Stängel und einem Blutfleck auf der Blüte. Das war ein paar Meter nördlich der Stelle, wo er aus dem Graben geklettert war. Im Geiste verband Jake die beiden Punkte und setzte die Linie über die Wiese fort. Sie führte zu einem flachen Hügel, einige hundert Meter nordwestlich. Auf der Anhöhe standen einige Eukalyptusbäume. Er schritt darauf zu. Hinter ihm erklang das Plärren einer weiteren Sirene. Das musste der Krankenwagen sein. Die haben sich ganz schön Zeit gelassen, dachte er. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. 15.20 Uhr. Chuck und er hatten den Rauch um 15.08 Uhr entdeckt. 2 Minuten später waren sie am Unfallort gewesen und hatten die Meldung durchgegeben. Der Krankenwagen hatte also 10 Minuten gebraucht. Ein Glück, dass es kein wirklicher Notfall war. Jake wartete in den Weber Creek und spähte den schmalen Wasserlauf hinauf und hinunter. Auf der anderen Seite des Baches nahm er sich die Zeit, das Areal nach Spuren abzusuchen. Das Unkraut wuchs beinahe kniehoch. Er konnte keine Blutspuren oder niedergetrampelte Pflanzen finden. Vielleicht hatte der Bursche die Richtung geändert, aber als er zurückblickte, sah Jake auch von seinem eigenen Weg nur noch schwache Spuren. »Ich bin nicht gerade der beste Fährtensucher der Welt«, dachte er. Und wenn der Kerl sich die Mühe gemacht hatte, vorsichtig zu sein, konnte er die Stellen mit dem hohen Unkraut einfach umgangen haben und war dahin ausgewichen, wo der Bodenbewuchs nur spärlich war. Möglicherweise war er auch dem Bach gefolgt. Vielleicht bin ich schon an ihm vorbeigekommen, wenn er sich flach auf den Boden gelegt hat, wenn er sich an mich heranschleicht. Jake wirbelte herum. Da war niemand. Sein Blick glitt über die Wiese. Dann blickte er zur Straße hinüber. Der Lieferwagen qualmte noch, aber er sah keine Flammen mehr. Chuck stand neben Celia. Ein Sanitäter lief auf sie zu. Jake setzte seinen Weg zum Hügel fort, konnte sich jedoch des Gefühls sicher wehren, dass er den Verdächtigen verloren hatte. Der Gedanke gefiel ihm nicht. Trotz Blutes schien es offensichtlich, dass der Mann nicht allzu schwer verletzt war. Zwar verletzt, aber nicht außer Gefecht gesetzt. Jemand, der versucht hatte, ein Mädchen umzubringen. Jake wollte ihn nicht entkommen lassen. Was war das für ein Kerl, der so etwas tun würde? Der versuchte, eine Radfahrerin zu überfahren, eine völlig Fremde am helllichten Tage. Er hatte zwar nicht am Steuer gesessen, aber er war ein Komplize. Da war sich Jake sicher. Vielleicht hatten sie gar nicht vorgehabt, sie zu töten und wollten sie bloß von der Straße abdrängen, ihr genügend Angst einjagen, dass sie nicht weglaufen würde, um sie dann zu überfallen. Das konnte Jake verstehen. Eine gut aussehende junge Frau. Wenn man sie in den Lieferwagen zerrte, seinen Spaß mit ihr hatte und sie dann später wieder rauswarf, sie vielleicht auch vorher umgebracht hatte. Doch wenn Celias Aussage stimmte, hatten sie wirklich versucht, sie mit dem Lieferwagen über den Haufen zu fahren. Das wäre mit Sicherheit ihr Tod gewesen. Und besonders appetitlich wäre sie dann auch nicht mehr gewesen. Schwerlich der typische Modus operandi für ein paar umherreisender Vergewaltiger. Sie zuerst umbringen. Krank. Und ungewöhnlich. Es gab nur nicht einmal viele Nekrophile. Die Chancen, dass sich zwei von denen zusammentaten, mussten verschwindend gering sein. Aber es gab sie. Wahrscheinlicher war es allerdings, dass die Kerle sie einfach liegen gelassen hätten. Mörder aus Lust am Nervenkitzel, die Straßen in einem Lieferwagen abklappern, auf der Suche nach geeigneten Opfern. Wenn ich diesen Kerl verliere. Jake drehte sich langsam um und suchte mit den Augen die ganze Wiese ab. Dann stapfte er zur Kuppe der Anhöhe hinauf. Er sah sich rasch unter den Bäumen um. Da war niemand. Auf der anderen Seite fiel der Boden zu einer schmalen Straße hinab. Dahinter setzte sich die Wiese fort. Das Gesträuch und die Bäume wuchsen dort dichter. Eine Menge Möglichkeiten für einen Mann, sich zu verstecken. Jake beobachtete das Gebiet lange Zeit. Dann drehte er sich um und musterte die Wiese, über die er gekommen war. Du hast ihn verloren. Er könnte jetzt eine Suchmannschaft zusammenstellen und die Gegend Zentimeter für Zentimeter durchkämmen. Das wäre das Sinnvollste, ließ sich aber leider nicht realisieren. Wie sollte er kurzfristig genügend Leute zusammenbekommen, um das auch ordentlich zu machen?
Jake lehnte sich gegen einen Baum. Er trat gegen einen Stein und ließ ihm den Abhang hinunterfliegen. Er landete in einem Gebüsch und Jake stellte sich vor, wie sein verdächtiger Aura schrie und die Flucht ergriff. Träum weiter, Corey. Scheiße. Er starrte auf die Seitenstraße hinunter. Sie führte lediglich zum Oakwood Inn. Das alte Restaurant war seit Jahren geschlossen, doch ein Paar aus Los Angeles hatte vor, es wieder zu eröffnen. Er sah einen Kombi, der vor dem Gebäude parkte. Die Leute waren wohl da und brachten den Laden wieder auf Vordermann. Ich muss sie warnen. Aber das verdammte Restaurant schien kilometerweit weg zu sein. Müde und frustriert und von nagender Schuld darüber erfüllt, dass er den Kerl verloren hatte, stieß Jake sich von dem Baum ab und bahnte sich seinen Weg den Abhang hinunter. Er stapfte durch das Unkraut. Als er schließlich die Straße erreichte, war das Gehen einfacher. Obwohl er nicht mehr erwartete, auf den Verdächtigen zu stoßen, hielt er weiterhin die Augen auf. Verdächtiger. Was für eine Untertreibung. Der Kerl steht darauf, willkürlich Menschen umzubringen. Und ich habe ihn entkommen lassen. Vielleicht hatte der Unfall, der Schock, seinen Partner verloren zu haben, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sicher. Gott verdammt. Ich habe ihn entkommen lassen und es ist meine Schuld, wenn... Ein entferntes Motorengeräusch unterbrach Jakes Gedanken. Wollte Chuck ihn einsammeln? Er drehte sich um und erkannte, dass das Geräusch aus der Richtung des Oakwood Inn kam. Der Kombi fiel ihm wieder ein. Er wandte den Kopf nach vorn. Er stand in einer Senke. Er sah nur die Straße. Dem Lärm nach beschleunigte der Wagen. Jetzt begriff er. Er war schwer vom Begriff gewesen. Er hätte es in dem Moment ahnen müssen, als er den Wagen dort unbewacht vor dem Restaurant stehen sah. Dein Lieferwagen hat einen Totalschaden. Du bist zu Fuß unterwegs, du hast Schmerzen und du entdeckst ein unbeaufsichtigtes Fahrzeug. Mit wild rasendem Herzen und trockenem Mund zog Jake Corey seine Dienstwaffe, platzierte seine Füße zu beiden Seiten der verblassten gelben Mittellinie der Straße, ging in Schussposition und wartete. Er zielte auf den Kamm der Straße, 50 Meter vor ihm. Komm schon, du Bastard. Jake wünschte, er hätte eine Magnum wie die, die Chuck trug. Damit hätte er den Wagen ausschalten können. So musste er den Fahrer selbst ausschalten. Er hatte noch nie jemanden erschossen. Doch er wusste jetzt, war es soweit. Er durfte den Mistkerl nicht entwischen lassen. 6 Kugeln durch die Windschutzscheibe. Das wird reichen. Der Wagen kam in Sicht, hüpfte dann durch die Schlaglöcher, als er über den Kamm raste und auf ihn zukam. Warte, bis er dich fast erreicht hat, dann pustest du ihn weg und bringst dich mit einem Hechtsprung in Sicherheit. Jakes Finger straffte sich um den Abzug. Bremsen kreischten, der Wagen geriet in Schleudern, schlingerte und kam 30 Meter vor ihm zum Stehen. Jake konnte es nicht fassen. Lassen Sie mich Ihre Hände sehen, brüllte er. Der Fahrer, ein dünner und ängstlich aussehender Mann von etwa 30, starrte ihn durch die Windschutzscheibe an. Ich will Ihre Hände sehen, sofort aufs Lenkrad, jetzt! Die Hände kamen in Sicht. Sie umklammerten die Spitze des Lenkrads. Nicht rühren! Jake hielt seinen Revolver auf das Gesicht des Mannes gerichtet, während er sich dem Wagen näherte. Der Kopf des Fahrers drehte sich. Die Augen folgten ihm, als er zur Tür ging. Niemand sonst war im Fahrzeug. Jake öffnete die Tür und trat zurück. Er ging leicht in die Knie und hatte den Mann so voll im Blick. Der Mann trug ein blaues Strickhemd und Bermuda-Shorts und machte nicht den Eindruck, verletzt zu sein. Was ist los, Officer? Legen Sie Ihre Hände auf den Kopf und verschränken Sie die Finger ineinander. Ja, aber tun Sie es! Warum machst du das hier? Fragte sich Jake. Es ist doch eine billige Show. Aber vielleicht auch nicht. Du weißt es noch nicht genau, nicht sicher. Der Mann legte die Hände auf seinen Kopf. Gut, steigen Sie jetzt aus. Als der Bursche der Anweisung nachkam, sah Jake ihn von hinten. Auch dort kein Blut und keine Anzeichen einer Verletzung. Drehen Sie sich langsam um. Jake deutete eine kreisförmige Bewegung mit seinem linken Zeigefinger an. Der Mann wandte sich um. Jake suchte nach verdächtigen Ausbeulungen seiner Kleidung. Das Strickhemd war hauteng. Die einzige nennenswerte Beule befand sich an der Hintertasche seiner Shorts,
einer Geldbörse. Gut. Jake wollte ihn nicht fetzen. Dürfte ich wissen, was das soll? Jake schob seine Waffe in das Holster zurück. Gar nicht bitte Ihren Führerschein sehen. Der Mann holte seine Brieftasche hervor. Er war erfahren genug, um den Führerschein aus seiner Plastikhülle zu ziehen. Wahrscheinlich war er bereits des Öfteren wegen Verkehrsdelikten angehalten worden. Jake nahm den Ausweis entgegen. Seine Hand zitterte. Es erinnerte ihn an Celias bebenden Arm. Er schaute sich den Führerschein an. Ronald Smeltzer. Das Foto stimmte mit dem Gesicht des Mannes von ihm überein. Er wohnte in der Euclid Street, Santa Monica, Kalifornien. »Vielen Dank, Mr. Smeltzer«, sagte Jake und gab den Führerschein zurück. »Es tut mir leid, dass ich Sie auf diese Weise anhalten musste.« »Ein Winken hätte genügt.« »Ich habe Scherereien erwartet. Ich vermute, Sie sind der neue Besitzer des Oakwood.« »Das ist richtig. Darf ich wissen, was hier vorgeht? Ich sehe ja ein, dass ich ein bisschen zu schnell gefahren bin, aber...« Er zuckte mit den Schultern. Er war offensichtlich wütend, würde aber keinen Ärger machen. Jake konnte ihn verstehen. »Ich war auf dem Weg, um mit Ihnen zu sprechen, um Sie zu warnen, genauer gesagt. Wir hatten eben einen Unfall drüben auf der Latham Road.« »Wir haben uns schon gefragt, was los ist. Wir haben die Sirenen gehört.« »Und jetzt wollten Sie nachsehen?« »Nein, um ehrlich zu sein, wir haben kein Eis. Meine Frau und ich, wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Wir versuchen, den Laden wieder auf Vordermann zu bringen.« »Bis jetzt gibt's da noch keinen Kühlschrank. Soll morgen geliefert werden. Wir dachten, wir könnten uns ein paar Cocktails gönnen, aber...« Er zuckte die Achseln. Er wirkte, als komme er sich ein wenig töricht vor. »Kein Eis, was soll ich sagen?« »Ist Ihre Frau noch im Restaurant?« Der Mann nickte. »Sie sagten etwas von einer Warnung. Wovor?« »Ich glaube, Sie sollten Ihre Frau jetzt nicht allein lassen. Wir haben da ein Problem.« »Nehmen Sie mich mit zu Ihrem Restaurant und ich werde es Ihnen erklären.« Sie kletterten beide in den Wagen. Smeltzer wendete das Fahrzeug und fuhr mit gemäßigter Geschwindigkeit zurück. »Geben Sie Gas«, forderte Jake ihn auf. »Ich weiß, dass Sie mehr drauf haben als das hier.« Smeltzer trat aufs Gaspedal. Während der Wagen auf das Restaurant zuraste, erzählte Jake Smeltzer von dem Versuch, Celia Jameson zu überfahren, von dem Blut hinter dem Lieferwagen, von seiner Suche nach dem verletzten Mitfahrer. Smeltzer hörte zu und stellte keine Fragen, schüttelte jedoch ein paar Mal den Kopf und murmelte immer wieder, »Oh Mann!« Der Wagen kam von den Stufen zum Eingang des Lokals, schlingernd zum Stehen. Smeltzer öffnete die Autotür. Im selben Moment schwang am oberen Ende der Stufen eine Tür des Hauses weit auf. Eine Frau stand dort im Schatten. Sie trat auf die Veranda heraus, als Smeltzer und Jake aus dem Wagen stiegen. Ihr irritierter Gesichtsausdruck verwandelte sich in ein beunruhigtes Stirnrunzeln, wohl weil ihr klar wurde, dass Jake Polizist war. Sie zeigte klasse Beine. Sie trug rote Shorts. »Heute ist mein Tag für schöne Frauen in roten Shorts«, dachte Jake. Die Vorderseite ihres weiten grauen Sweatshirts wogte ansehnlich, als sie die Treppe herunterkam. Das Shirt war auf halber Höhe abgeschnitten worden. Noch ein Stückchen höher, dachte Jake, und er hätte einen Ausblick auf das bekommen, was das Wogen verursachte. »Ron?«, fragte sie und blieb vor dem Wagen stehen. »Schatz, dies ist Officer...« Er schaute Jake an. »Jake Corey.« »Ich bin auf dem Weg mit ihm zusammengestoßen, beinahe wortwörtlich.« Er bedachte Jake mit einem verlegenen Blick. »Gibt es Probleme?« Jake ließ Smeltzer reden. Seine Frau nickte. Sie sagte nicht »Oh Mann« nach jedem seiner Sätze. Sie sagte überhaupt nichts. Sie runzelte nur die Stirn und nickte und sah Jake an, als müsse er ihren Mann jeden Moment unterbrechen. »Ist das wahr?« fragte sie ihn schließlich. »Er hat so ziemlich alles erklärt.« »Sie glauben, hier könnte sich ein Mörder herumtreiben?« »Er hat heute niemanden ermordet, aber nicht, weil er es nicht versucht hätte. Hat einer von Ihnen hier in der Nähe irgendjemanden gesehen?« Sie schüttelte den Kopf. »Aber wir haben auch drinnen gearbeitet«, sagte Smeltzer. »Sie wohnen in der Stadt, nicht wahr?« fragte Jake. »Er hatte irgendwo gehört, dass Sie das Anderson-Haus gekauft hatten.« »Ich war auf dem Weg dahin«, sagte Smeltzer, »wegen dem Eis.«
Die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen, aber wenn ich Sie wäre, würde ich hier für heute Schluss machen und nach Hause fahren. Es gibt keinen Grund, sich einem unnötigen Risiko auszusetzen. Mann und Frau wechselten einen Blick. Ich weiß nicht, sagte Smerzer. Was meinst du? Wir müssen den Laden fertig haben, bevor sie die Möbel liefern. Ich schätze, wir können morgen sehr früh wiederkommen. Das musst du entscheiden, sagte seine Frau. Dieser Kerl scheint gefährlich zu sein. Was immer ihr sagt. Es ist deine Entscheidung, Ron. Du willst lieber hierbleiben? Fragte Ron. Habe ich das gesagt? Ich glaube, es wäre besser zu fahren. Okay, dann wäre das geklärt. Sie lächelte Jake an. Es war ein aufgesetztes Lächeln. Zufrieden? Sie haben ihren Willen bekommen. Hey, Lady, wollte er ihr sagen. Es tut mir leid, ich dachte nur, Sie wären vielleicht daran interessiert, dass sich hier in der Gegend ein Irrer herumtreibt und vielleicht sind Sie ja sein Typ. Entschuldigen Sie die Aufdringlichkeit. Smerzer wandte sich an Jake. Können wir Sie mitnehmen? Ja, danke. Ich könnte eine Mitfahrgelegenheit zur Hauptstraße brauchen. Okay, dauert nur eine Minute. Wir müssen noch abschließen. Er und seine Frau stiegen die Verandatreppe hinauf. Jakes Blick glitt über das Hinterteil der Frau. Er fand es nicht allzu interessant. Sie war ein gut aussehendes Ding, nett verpackt, aber Jake hatte so den Verdacht, dass ihm nicht gefallen würde, was sich dahinter verbarg. So viel zum Thema sinnliche Begierde. Sie blieben länger im Restaurant, als Jake erwartet hatte. Zunächst nahm er an, dass sie sich wahrscheinlich verspäteten, weil sie eine hitzige Diskussion darüber führten, ob sie tatsächlich früher als vorgesehen aufbrechen sollten. Dann begann er sich Sorgen zu machen. Wenn nun der Kerl aus dem Lieferwagen da drin war und sie in seine Gewalt gebracht hatte? Nicht sehr wahrscheinlich, aber die Möglichkeit bestand. Im Geiste zählte Jake langsam bis 30. Sie waren immer noch nicht draußen. Er eilte zur Treppe, nahm 3 Stufen auf einmal und griff nach der Klinke. Die Tür öffnete sich vor ihm. Entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat, sagte Smerzer. Musste mal aufs Klo. Kein Problem. Jake wandte sich ab und versuchte nicht einmal einen neuerlichen Blick auf die Frau zu erhaschen. Er trottete die Stufen hinunter. Hinter ihm erklang ihre Stimme. Das ist echt Schwachsinn. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste, sagte Smerzer. Ja, sicher. Wie ich schon eine Rezension gelesen habe, ist das, was an diesem Buch das Besondere ist, ist, dass dieser Parasit nicht die halbe Welt bevölkert, so wie man es ja sonst bei apokalyptischen Büchern sehr oft hat. Ist jetzt nicht ganz apokalyptisch, aber schon ein bisschen. Es handelt sich dabei wirklich nur um eine kleine Gruppe, ein kleiner Vorort und davon auch nur ein paar Leute. Und diese Leute drehen dafür richtig durch. Das ist halt auch nicht so geklärt. Ist es ein Parasit, der auf der Erde ist? Oder ist es ein außerirdischer Parasit? Gibt es davon noch mehr? Also, vielleicht erfahrt ihr das, wenn ihr das Buch lest. Das war auf jeden Fall ein kleiner Einblick heute in Richard Laymans Parasit. Und wir schauen uns gleich noch ein anderes Buch an. Das folgende Buch ist ein super interessanter, ich sag mal psychologischer Thriller. Wir haben hier mehrere Themen. Und zwar haben wir einmal die Apokalypse, dass die Menschen infiziert werden und auch die Tiere, dass da gehen wir gleich in dem Text darauf ein und Leute nicht mehr sicher sind zu Hause und ja, natürlich, es bricht alles zusammen. Das öffentliche Leben, die Infrastruktur, es bricht alles zusammen. Kein Geschäft hat mehr offen und alle sind bedroht. Und natürlich, ganz viele Leute sterben und zwar fast alle auf der Welt und es gibt halt eine kleine Gruppe, die sich verschanzt. Und das ist das zweite Thema. Was passiert mit Menschen, die sich verschanzen, die in einem Bunker leben und sich nicht kennen? Wie entsteht da so die Dynamik? Welche psychologischen Aspekte haben wir da? Und darum geht es in dem Buch, Tief begraben von Brian Keene. Ich kannte Brian Keene vorher nicht. Ich hatte mir ein paar Leseproben von ihm mal so oberflächlich angeguckt und habe noch kein passendes Thema gefunden, um es mal mit anderen Büchern zu kombinieren. Ich versuche es ja immer irgendwie inhaltlich, dass es alles zusammenpasst oder thematisch.
Aber ich war baff. Ich war baff, als ich das Buch rausgesucht habe und dachte, das wird gut. Auf jeden Fall werde ich euch das jetzt vorlesen und ich bin so krass überzeugt von der Idee und von seinem Schreibstil, dass ich denke, wir machen irgendwann mal einen ganzen Stream über Brian Keene, denke ich mal. Und ja, in dem Buch, das ich euch jetzt vorstelle, gibt es drei Geschichten. Also der Hauptthriller und noch zwei Kurzgeschichten. Und Fester hat in dieser Leseprobe richtig gegönnt. Die haben nämlich von allen drei Texten eine Leseprobe gemacht. Wir werden uns heute nur die Hauptgeschichte angucken. Wer noch ein bisschen weiter reinlesen will, kann sich ja sehr gerne dann die Leseprobe auf fester-verlag.de angucken. Die kann man sich einfach runterladen. Oder, keine Ahnung, ihr holt euch dann das Buch. Das Buch umfasst 320 Seiten, kostet 13,95 und 4,99 als E-Book. Achtung, Werbung, Herr YouTube. Ich werde euch nur den Klappentext vorlesen. Die Zombies sind nicht das Schlimmste. Es passiert ohne jede Vorwarnung. Eine weltweite Seuche verwandelt Menschen und Tiere in lebende Tote. In einem Luxushotel verbarrikadieren sich 25 Angestellte und Gäste in einem früheren Militärbunker. Die Schläge der Zombies hämmern von außen gegen die Sicherheitstüren, während die Eingesperrten unaufhaltsam den Verstand verlieren. Dazu kommt der wachsende Hunger, der sie irgendwann zwingt, das Unvermeidliche zu tun. Ein simples Motto bestimmt den Alltag der Überlebenden: Fressen und gefressen werden. Als Bonus enthält dieser Band zwei einzigartige Erzählungen von Brian Keene. Im Tal der verrückten Bären und die vergessene Schlucht der Verdammten. Cowboys und Indianer, Holzfäller und Bigfoots, Zombies und Dinosaurier, Horror im Wilden Westen. Ist tatsächlich auch eine Zeitreisegeschichte dabei, wie ich gelesen habe. Und es soll natürlich um Kannibalismus gehen. Das Buch hat aber auch einen sehr krassen Humor. Es ist Teil an Stellen, soll es sehr lustig sein. Dann wiederum extrem brutal blutig. Und auch da kommt jeder auf seine Kosten. Nun werde ich den Anfang vorlesen und ihr lehnt euch einfach zurück und lauscht. 1. Tief begraben. Ich saß im Kinoraum, sah mir gerade zum 20. Mal eine Folge von Aqua Teen Hunger Force an und unterhielt mich mit dem körperlosen Kopf von Dwight D. Eisenhower. Als der Rest der Gruppe entschied, dass wir anfangen sollten, uns gegenseitig aufzuessen. Die Auswahl an Videos traf nicht unbedingt meinen Geschmack. Die Sammlung im Bunker bestand aus einer Staffel von Reba McEntire's, à la Sitcom, einer Folge von The Wiggles, einigen Will Ferrell-Filmen, der remasterten und digital überarbeiteten Krieg der Sterne-Trilogie, einer Staffel von Aqua Teen Hunger Force, einigen Episoden von American Idol und einer Dokumentation über die Rotwildjagd. Ich verzichtete absichtlich darauf, mir Reba anzusehen, denn Joanna Garcia, die Schauspielerin, die Reba McEntires Tochter spielte, machte mich geil, was ein alles andere als hilfreiches Gefühl ist, wenn man sich als frisch geschiedener 18 Meter unter der Erdoberfläche aufhält. Dasselbe galt für The Wiggles. Man kann sagen, was man will, aber einige der Tänzerinnen der Truppe fand ich verdammt heiß. Wenn ich mir die Dokumentation über die Rotwildjagd ansah, musste ich immer daran denken, wie sehr ich Wildbratwurst und Hirschsteak vermisste, was mich hungrig machte. Und das ist hier unten im Bunker noch weniger hilfreich, als geil zu sein. Krieg der Sterne hatte ich mir schon ein paar Mal reingezogen, seit wir hier unten festsaßen, aber mir ging immer noch gegen den Strich, dass Han Solo in dieser aktualisierten Fassung nicht mehr zuerst Greedo erschoss. Und was Will Ferrell anging, scheiß auf ihn. Ich hatte Will Ferrells Filme noch nie gemocht und fand ihn ungefähr so amüsant wie Hodenkrebs. American Idol hatte ich schon vor dem Ende der Welt beschissen gefunden, und ich sah keinen Grund, jetzt damit anzufangen, mir diesen Mist anzusehen. Abgesehen davon spielt es keine Rolle mehr, wer gewann, weil mit großer Wahrscheinlichkeit keiner der Kandidaten mehr lebte. Damit blieb nur Aqua Teen Hunger Force übrig, was ich ganz in Ordnung fand, obwohl ich mir manchmal wünschte, jemand hätte auch einige DVDs von
Metalokalypse hier unten gelassen. Hin und wieder fragte ich mich, ob die Typen, die diese Sendung produziert hatten, noch irgendwo lebten. Vielleicht, wie ich, verschanzt in einem Bunker. Und ob sie immer noch Sendungen in der Hoffnung drehten, dass irgendjemand sie sich eines Tages anschaute. Ich hatte das Licht ausgeschaltet. Das Kino wurde vom Schimmer der riesigen Leinwand erhellt, die einen Großteil der vorderen Wand einnahm. Ich saß auf der linken Seite der ersten Reihe unmittelbar neben Eisenhowers Kopf. Besonders bequem waren die Stühle nicht. Mein Hintern fing an zu schmerzen, wenn er zu lang darauf hockte und sie knarzten bei jeder Bewegung. Bevor die Rattenfängerseuche, Hamelns Rache, die Welt in Scheiße verwandelt hatte, waren die Stühle nur von Besuchern des Bunkers benutzt worden. Touristen, die sich bloß einmal darauf setzten, um sich eine 7-minütige Dokumentation über die Geschichte der Anlage anzusehen. Dwight D. Eisenhower bildete einen bedeutenden Teil jener Geschichte, weshalb sein Kopf hier herumstand. Man hatte die Technik modernisiert, um DVDs statt der alten Filmrollen abspielen zu können. Für meine Museumsführerkollegen und mich gestaltete es sich erheblich einfacher, die Wiedergabetaste an einem DVD-Player zu drücken, als mit Filmdosen herumzuhantieren. Ich denke, Eisenhower hätte das gebilligt. Eisenhower redete nicht viel. Das konnte er auch nicht. Immerhin handelte es sich bei ihm um eine Bronzebüste, und Bronzebüsten reden nicht. Aber damit hatte ich kein Problem. Er brauchte nichts zu sagen, denn er erwies sich als guter Zuhörer. Wer sich wirklich brauchte, war ein guter Zuhörer. Vor allem, da die meisten anderen Menschen hier unten langsam aber sicher vollkommen austickten. Das Kino enthielt nicht nur einen Eisenhower. Gerahmte Porträtaufnahmen von ihm hingen an den Wänden neben Aufnahmen des Hotels über dem Bunker und einige Fotos der Anlage, die aus der Bauphase stammten. Alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Arbeitern der technischen Heeresabteilung, wie sie mit Planierraupen, Kipplastern und Kränen auf dem Gelände ausschwärmten. Sie schwärmten genauso aus wie damals die toten Ratten, als sie aus der Kanalisation von New York City an die Oberfläche kamen. So hatte alles angefangen, mit der Rattenfängerseuche. Hier in den Bergen von West Virginia kommt einem die Stadt so weit weg vor. Aber es muss stimmen, was man behauptet, dass New York der Mittelpunkt der Welt ist. Denn was dort begann, fegte in weniger als einem Monat über den Rest des Planeten hinweg. Mir laufen immer noch eiskalte Schauer über den Rücken, wenn ich mir vorstelle, wie es gewesen sein muss. Es geschah während der abendlichen Rush-Hour. Zombie-Ratten krochen aus der Kanalisation hervor und begannen, Fußgänger anzugreifen. Da sie tot waren, bewegten sie sich deutlich langsamer als lebendige Ratten, doch das spielte keine Rolle. Das hohe Verkehrsaufkommen hatte die Stadt derart lahmgelegt, dass sich den Viechern reichliche Auswahl bot. Die Gehsteige, die Straßen, die Bushaltestellen und U-Bahn-Stationen, überall herrschte ein dichtes Gedränge von Pendlern. Die Leute versuchten zu fliehen, konnten aber nirgendwo hin. Die Ratten stillten ihren Appetit. Etliche Menschen wurden zu Tode gebissen. Die Haut wurde ihnen von Gesichtern und Händen gefetzt. Bäuche wurden aufgenagt, damit ihre Angreifer an die Köstlichkeiten im Inneren herankamen. Zahlreiche weitere Opfer wurden zertrampelt, als ihre Mitbürger zu fliehen versuchten. Schlagzeilen zum Thema dominierten in jener Nacht Fernsehen und Internet. Anfang bezeichnete MSNBC die Vorfälle noch als Unruhen, während CNN als auch Fox mutmaßten, dass es sich um einen Terroranschlag handelte. Schon bald einigten sie sich auf Ratten als Auslöser. Tote Ratten. So unmöglich es klang, Augenzeugenberichte untermauerten, dass die Tiere tatsächlich tot gewesen waren, als sie zum Angriff ansetzten. Experten machten sich darüber lustig und die Behörden verweigerten jegliche Stellungnahme. Es dauerte allerdings nicht lange, bis Aufnahmen bewiesen, dass es der Wahrheit entsprach, so unwahrscheinlich es auch sein mochte. Ständig neues Bildmaterial dokumentierte, dass die Lage vor Ort mit jeder verstreichenden Stunde chaotischer wurde. Fox sendete live aus einem Krankenhaus. Die Notaufnahme platzte beinahe vor verwundeten New Yorkern. Wen sie gebissen hatten, er wurde sehr schnell krank und starb wenig später. Nach ihrem Tod kehrten sie zurück, genau wie die Ratten.
Noch vor dem Ende jener ersten Nacht hatten die Medien bereits eine Bezeichnung dafür gefunden. Hamelns Rache. Die Rückkehr der Ratten, mit deren Beseitigung man den Rattenfänger beauftragt hatte. Es schien für sie keine Rolle zu spielen, dass es sich bei Hameln um den Namen der Stadt handelte, nicht um den des Rattenfängers. Früher fragte ich mich ehrlich gesagt manchmal, ob die Medien Bezeichnungen und Grafiken auf Abruf bereithielten und nur darauf warteten, sie einzusetzen, wenn die Hölle losbrach. In jener Nacht drängte sich mir dieser Eindruck jedenfalls auf. Wolf Blitzer präsentierte im Fernsehen eine große Illustration eines wie der Sensenmann gekleideten Rattenfängers. Die Worte Hamelns Rache überlagerten die Figur. Tote Menschen und tote Ratten griffen die Lebenden an und danach ergänzten diejenigen, die infiziert wurden, ihre Reihen. Die Sender bezeichneten die Toten anfangs als Kannibalen. Doch dann, bei einer Nachrichtenkonferenz um 2 Uhr morgens, benutzte der Pressesprecher des Weißen Hauses das Wort, das jedem durch den Kopf ging. Zombies. Bis zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen hatte die Nationalgarde alles abgeriegelt. New York stand offiziell unter Quarantäne. Brücken, Tunneln und Eisenbahnstrecken wurden mit Blockaden versehen. Die Gardisten hatten den Befehl, auf jeden zu schießen, der versuchte, aus der Stadt zu entkommen. Und manche taten es wirklich. Sie mähten kaltblütig Zivilisten nieder. Dann verweigerten einige andere Soldaten den Befehl, auf Zivilisten zu feuern, und wandten sich stattdessen gegen ihre eigenen Kameraden. Schon bald kämpften die Truppen untereinander und parallel gegen die Zivilisten, die zurückschossen. Während das Chaos in den militärischen Rängen um sich griff, verbreitete sich die Rattenfängerseuche über die Stadt hinaus. Sie trat erst in Newark, dann in Trenton und anschließend in Philadelphia auf. Gegen Ende des zweiten Tages hatte sie Buffalo, Baltimore, Washington D.C. und jenseits der Grenze Teile von Kanada erfasst. Der Präsident rief den landesweiten Ausnahmezustand aus, auch in jenen Gebieten, in denen sich noch keine Symptome oder Krankheit zeigten. Die Armee wurde mobilisiert. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt bereits zu spät. Man konnte einen Zombie erschießen, nicht jedoch die Krankheit bekämpfen, die überhaupt erst bewirkte, dass Tote wieder auferstanden und herumwandelten. Es bedurfte nur eines Bisses, eines Bluttropfens, etwas Eiter aus einer offenen Wunde, jeglichen Kontakts mit infizierten Körperflüssigkeiten und schon entstanden weitere Zombies. Zunächst befiel die Seuche nur Menschen, Ratten und Mäuse. Bis zur zweiten Woche jedoch war sie auf andere Arten übergesprungen und trat auch bei Hunden, Katzen, Rindern, Bären, Kojoten, Ziegen, Schafen, Affen und anderen Tieren auf. Manche, wie Schweine und Vögel, schienen immun zu sein, doch die meisten hatten weniger Glück. Noch merkwürdiger fanden Beobachter, dass einige Spezies wie Eichhörnchen und Rehe, die anfangs Anzeichen von Immunität erkennen ließen, später doch noch infiziert wurden. In Wirklichkeit habe ich nie verstanden, warum die Seuche Eichhörnchen nicht von Beginn an befallen hat. Immerhin sind Eichhörnchen nichts anderes als Ratten mit buschigen Schwänzen. Ich weiß nur eins. Sollte sich die Seuche jemals auf Vögel ausbreiten, ist die Menschheit im Arsch. Aber wahrscheinlich sind wir sowieso im Arsch. Als die Seuche anfing, von einer Art auf die nächste überzuspringen, war sie nicht mehr aufzuhalten. Die USA, Südamerika und Kanada traf es als erstes. Danach folgten Europa, Asien und Afrika. Und zuletzt Australien. Schließlich konnten wir selbst über Satellit kein Fernsehen mehr empfangen. Mein Stuhl. Das Letzte, was man meines Wissens zu sehen bekam, waren Aufnahmen von Zombies, die durch die Straßen von Mumbai schlürften. Natürlich stellten die Zombies nicht die einzige Bedrohung dar. Neben umherziehenden Banden von Plünderern, Verbrechern und Extremisten gab es Mitglieder des Militärs und der Polizei, die beschlossen hatten, auf sich selbst statt auf andere aufzupassen. Als neues Gesetz setzte sich das Gesetz der Waffengewalt durch. Nicht genug damit, dass man sich davor fürchten musste, von einem toten Freund oder Angehörigen aufgefressen zu werden,
Man musste sich auch Sorgen machen von einem durchgeknallten asozialen Arschloch, das sich das Chaos zunutze machte und in der neuen Weltordnung förmlich aufblühte, ausgeraubt, vergewaltigt oder ermordet zu werden. Nicht, dass sich die Machthaber über all das den Kopf zerbrechen mussten. Washington, D.C. hatte man bereits frühzeitig evakuiert. Präsident Tyler, der Vizepräsident, das Kabinett, die hohen Tiere aus dem Pentagon und alle Senatsmitglieder sowie deren personalen Angehörige wurden in sichere unterirdische Bunker in Pennsylvania, Virginia, Maryland und Colorado verfrachtet. Bunker wie dieser hier, nur moderner. Ich frage mich unwillkürlich, ob sie sich in besserer Verfassung befinden als wir. Vermutlich schon. Ich bezweifle, dass unsere Anführer herumsitzen, sich die Aquatine-Hangar vor uns ansehen und darüber abstimmen, ob sie zum Kannibalismus übergehen sollen oder nicht. Jedenfalls noch nicht. Ich bin so verdammt hungrig. Dieser Bunker ist als Rückzugslager gebaut worden. Und zwar damals, Anfang der 1960er Jahre, als der Kalte Krieg so richtig in die Gänge kam. Präsident Eisenhower gab ihnen einen Auftrag. Deshalb gibt es hier unten diese Bronzebüste, seine Schädel, so die ganzen Fotos von ihm. Im Fall eines atomaren Angriffs auf die Vereinigten Staaten sollte der Bunker die Senatsmitglieder sowie deren Familie und einige Mitarbeiter aufnehmen. Die Anlage wurde groß genug geplant, um ca. 1000 Menschen aufzunehmen. Für ihre Errichtung hatte man knapp 250 Meter weit und 25 Meter tief in einen Felsen gebohrt und gegraben. Einem direkten Treffer eines Nuklearsprengkopfs konnte der Bunker nicht standhalten, aber war tief und sicher genug, um Menschen darin vor nuklearen Feuerstürmen und radioaktivem Fallout zu schützen. Von Washington D.C. aus ließ sich die Anlage einfach erreichen. Mit der Bahn oder per Flugzeug brauchte man weniger als eine Stunde. Zudem verlief ganz in der Nähe eine Autobahn. Damals, als die Regierung den Bunker noch mit Vorräten versorgte, hätten die Menschen darin bis zu 120 Tage überleben können. Um zu verhindern, dass die Hinterwäldler aus der Umgebung während der Bauarbeiten misstrauisch wurden, ließ man sich für das Projekt eine Geschichte zur Ablenkung einfallen. Der Öffentlichkeit wurde weisgemacht, man errichte auf dem Berg ein neues Luxushotel, das der Gegend zusätzliche Arbeitsplätze bescheren und die lokale Wirtschaft ankurbeln werde. Und genau das geschah auch. Ein prunkvolles Nobelhotel wurde errichtet. Das Pocahontas, benannt nach seiner Lage im Landkreis Pocahontas. Und es lockte tatsächlich die wohlhabende und mächtige Elite aus aller Welt an. Die Schönen und Reichen kamen in Scharen. Ganze Generationen von Schauspielern, Politikern, Ölbaronen, Bankmagnaten und anderen Wirtschaftskapitänen zählten zu den Stammgästen. Das Hotel beschäftigte Einheimische und bot somit eine angenehme Alternative für all jene, die nicht in einem Kohlebergwerk rackern, Holz fällen, sich an der Landwirtschaft versuchen, Schraubenschlüssel drehen oder sich einfach zurücklehnen und von Sozialhilfe leben wollten. Die 5 verbreitetsten Beschäftigungen in West Virginia. Im Laufe der Jahre wuchs und florierte die Ortschaft. Dasselbe galt für das Pocahontas, das um weitere Gebäudeflügel, einen Golfplatz, Tennis- und Racquetballplätze sowie Stallung und einen Reitparcours ergänzt wurde und sogar ein eigenes Rollfeld für kleine Flugzeuge bekam. In all dieser Zeit hatte abgesehen von den Hotelverwaltungen niemand eine Ahnung davon, was sich unter dem Berg befand. Bis eines Sonntagmorgens, vor etwa mehr als einem Jahrzehnt, ein Enthüllungsjournalist der New York Times die Geschichte auf die Titelseite brachte. Sobald die Geschichte aufgeflogen war, verlor die Anlage jeglichen Nutzen. Die Regierung nahm sie sofort außer Betrieb und überschrieb sie dem Hotel. Irgendwann wollte ein Datenspeicherungsunternehmen den Bunker von Pocahontas pachten, aber die Geschäftsleitung des Hotels hatte andere Pläne. Sie verwandelten die Anlage in ein Museum. Seit nunmehr 10 Jahren steht der Bunker nun Besuchern und Gästen des Pocahontas offen. Eine zusätzliche Attraktion für eine ohnehin an Höhepunkten nicht arme Institution. Ich muss es wissen. Seit 3 Jahren hatte ich als Museumsführer im Bunker gearbeitet. Die einzige Alternative wäre ein Job bei Walmart gewesen. Und ich hasse diese verfickten Supermärkte.
Nicht nur, weil meine Ex-Frau dort gearbeitet hat. So bin ich hier unten bei den anderen gelandet. Zu dem Zeitpunkt war die Kacke in New York, Philadelphia und einigen anderen Städten bereits am Dampfen, aber sie hatte sich noch nicht allzu weit ausgebreitet. Jedenfalls nicht hierher. Bei uns tauchten zwar auch vereinzelt Berichte über Zombie-Sichtungen auf, aber West Virginia ist ein derart ländlicher Staat mit so viel Wildnis zwischen den Ortschaften, dass es uns nicht wie eine Epidemie vorkam. Eher so, als sehe man sich im Fernsehen den Anschlag vom 11. September oder Hurricane Katrina oder eine ähnliche Katastrophe an. Man wusste, dass es passierte und fühlte sich auch damit verbunden. Gleichzeitig schien es jedoch unendlich weit entfernt zu sein. Üble Dinge passieren anderen immer nur anderen, nie einem selbst. Jedenfalls nicht, bis die üblen Dinge unangekündigt an die Haustür klopften, reinkamen und sich für eine Weile einnisteten. Über West Virginia war noch nicht der Ausnahmezustand verhängt worden und das Hotel ließ uns nach wie vor zur Arbeit antanzen, obwohl es keinerlei Reservierung mehr gab. Ich stand gerade draußen auf dem Hinterhof und gönnte mir mit einigen der Mexikaner aus der Küche eine kurze Raucherpause, als die Toten im Pocahontas eintrafen. Wir rochen sie, bevor wir sie sahen, aber wir wussten nicht, worum es sich bei dem Gestank handelte. Oder woher er stammte. Draußen herrschte Hitze und nur eine leichte Brise wehte, gerade stark genug, um die Luft loszubewegen, statt uns abzukühlen. Und allen stieg der Mief gleichzeitig in die Nase und brachte mich dazu, die Stirn zu runzeln. Es roch wie der weltgrößte Haufen überfahrener Tiere. Das war mir anfangs durch den Kopf gegangen. Ich erinnere mich noch, dass ich mir die Frage stellte, ob irgendwo in der Nähe ein totes Murmeltier oder dergleichen herumlag. Einer der anderen Angestellten sagte etwas auf Spanisch. Keine Ahnung was, denn ich habe die Sprache nie gelernt. Wahrscheinlich so etwas wie »Verdammt, das stinkt!« Keine Minute später schien der Geruch regelrecht überwältigend zu sein. Wir alle schauten uns gegenseitig an, legten die Stirnen in Falten und verzogen die Gesichter. Die Mexikaner redeten miteinander. Ich nickte, als ob ich sie verstünde, und dann trafen sie ein. Sie schlurften aus dem Wald und über den Parkplatz auf uns zu. Zombies. Ich glaube, am Beängstigten fand ich, wie still alles blieb. Die Toten schwiegen. Kein Stöhnen, kein Röcheln, kein Rufen, kein Gebrüll. Das entsprach nicht der Norm. Zumindest sollte es nicht die Norm bleiben. Im Regelfall geben Zombies durchaus Geräusche von sich. Diese Gruppe jedoch verhielt sich leiser. Es ließ sich trotzdem nicht übersehen, dass die wandelnden Leichen es todernst meinten. Mit emotionsloser, zielstrebiger Entschlossenheit hielten sie auf das Hotel zu, humpelten und schleppten sich vorwärts, obwohl einige Gliedmaßen und wichtige Organe fehlten, während andere ihre Eingeweide wie Hundeleinen hinter sich herschleiften. Die meisten Zombies waren menschlichen Ursprungs. Es befanden sich aber auch Tiere unter ihnen. Vorwiegend Ratten. Außerdem ein paar Füchse und Stinktiere. Sowie ein Schwarzbärenjunges, dem ein Auge und der Großteil des Unterkiefers fehlten, was es jedoch nicht davon abhielt, auf uns zuzukommen. Die Toten sind insgesamt sehr entschlossene Bastarde. Ihre Stille ließ diese Entschlossenheit nur umso beunruhigender wirken. Zwei unserer Landschaftsgärtner rasten mit einem Golfwagen auf sie zu. Bis heute weiß ich nicht, was die Kerle sich dabei gedacht haben. Ist ja nicht so, dass sie bewaffnet gewesen wären. Außerdem waren sie bloß Gärtner, keine Soldaten. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhatten. Möglicherweise wollten sie die Zombies überfahren? Wie ihr Plan auch ausgesehen hat, sie bekamen nie Gelegenheit, ihn umzusetzen. Die Toten mochten langsam sein. Aber sie umzingelten einen durch ihre schiere Masse, bis man nirgendwo mehr hin konnte. Genau das wieder vor den Gärtnern. Sie überrollten einen Zombie-Fuchs, allerdings verfing sich der Kadaver unter einem Hinterrad, was sie abrupt abbremste. Eine Erschütterung ging durch das Fahrzeug. Verfilztes Fell und verwestes Fleisch wurden über den Asphalt verschmiert. Dann lenkte der Typ am Steuer scharf nach rechts. Ich glaube, er wollte versuchen, das tote Tier abzuschütteln.
Das erwies sich als problematisch, weil Golfwagen nicht für solche Manöver gebaut werden. Das verdammte Ding kippte auf die Seite. Und bevor sich einer der Männer aus dem Wrack befreien konnte, hatten die Zombies sie bereits von allen Seiten umzingelt und rückten näher. Einer der Männer fing an zu schreien, als die Toten auf sie zuschlürften. Der andere sank auf die Knie und begann auf Spanisch zu beten und sich wie wild zu bekreuzigen. Für die beiden wurde es ein langsamer Tod. Die Zombies pferchten sie ein, drängten sich näher und näher, bis sowohl das Gefährt als auch die Opfer außer Sicht gerieten. Ihr Gebrüll verkam zu einem Wimmern, das kurz darauf erneut in Schreie umschlug. Ein Zombie reckte seinen Arm wie triumphierend in die Luft. In den Fingern hielt er ein Stück rohes, rotes, triefendes Fleisch. Mehr brauchten wir nicht zu sehen. Wir drehten uns um und flüchteten, rempelten uns und brachten uns in unserer Hast gegenseitig zum Stolpern. Hinter uns setzte unvorstellbar grässliche Geräusche ein, reißende, schmatzende, knirschende Laute. Die Schreie waren inzwischen verstummt. Wir rannten zurück ins Hotel, mussten jedoch feststellen, dass die Kacke auch um Pocahontas bereits dampfte. Zombies strömten sowohl durch den Haupteingang als auch durch die Türen zum Meditationsgarten herein. Sie schwärmten durch die Lobby und um die Fahrstühle aus und bahnten sich einen Pfad die lange Reihe der Nobelgeschäfte entlang, die den Großteil des Erdgeschosses der Hotelanlage einnahmen. Juweliere, ein Zigarrenhändler, Süßwarenläden, Coffeeshops, eine Buchhandlung, Boutiquen und ähnliche Einrichtungen, die ausschließlich für die Gäste des Hauses existierten. Kein Bewohner der Ortschaft hätte es sich leisten können, hier einzukaufen. Ich stieß mit meinem Kumpel Mike zusammen, der als Bankleiter im Hotel arbeitete. Rückblickend betrachtet ist es allein Mike schuld, dass ich aus dieser gottverdammten Lage gerettet bin. Er streckte die Hände aus, packte mich an den Schultern und hielt mich mitten im Laufen auf. Zuerst erkannte ich ihn vor lauter Angst nicht einmal. Ich versuchte ihn wegzustoßen, aber er drückte kräftiger zu. Meine Hände ballten sich zu Fäusten. »Lass mich los, Arschloch! Siehst du denn nicht, was hier abläuft?« »Der Bunker«, rief er. »Wir müssen alle nach unten in den Bunker, Pete.« Und mit einem Schlag änderte sich alles. Es war, als hätte Mike magische Worte ausgesprochen. Ich hatte immer noch Angst, aber mein Verstand wurde klarer. Ich fing an, ans Überleben zu denken, statt nur in blinder Panik davon zu rennen. Meine Furcht beherrschte mich nicht mehr, ich beherrschte sie. Es fühlte sich ungemein zen-mäßig an. Menschen hasteten an uns vorbei, wankten, stolperten und weinten, Gebrüll und gellende Schreie erfüllten den Gang. All das schien weit entfernt zu passieren. Von uns isoliert. Ich fühlte mich plötzlich wie auf einer einsamen Insel. Der Bunker. Scheiße, warum ist mir das nicht eingefallen? Du hast doch den Schlüssel, oder? Ich nickte. Als Museumsführer besaß ich eine von 7 Schlüsselkarten aus Plastik, die uns Zugang zum Bunker verschaffen konnten. Ich wollte gerade etwas erwidern, als mir auffiel, wie sich Mikes Augen weiteten. Er biss sich auf die Unterlippe, aber ich glaube, es war ihm gar nicht bewusst. Mike starrte auf etwas, irgendetwas in meinem Rücken. Ich drehte mich um und zuckte wegen des bestialischen Gestanks zusammen. Eine Gruppe von Zombies kam langsam auf uns zu. »Scheiße!« »Sag so vielen wie möglich Bescheid«, drängte Mike. »Wir treffen uns unten.« »Wo willst du hin?« »In die Küche.« »Unmöglich abzuschätzen, wie lange wir dort unten bleiben müssen. Wir brauchen Lebensmittel und Wasser.« »Gute Idee, ich komme mit.« »Nein, Pete, du musst allen anderen Bescheid geben. Ich kümmere mich darum, Vorräte zu beschaffen.« »Du kannst den ganzen Kram nicht allein tragen.« »Ich lade ihn auf einen Wagen und benutze den Lastaufzug. Der fährt geradewegs zum Tagungszentrum. Solange du die Bunkertür offen lässt, passiert mir nichts.« Ich runzelte die Stirn. »Bist du sicher?« Er nickte. »Ganz sicher, mach schon.« »Sei vorsichtig.« »Du auch. Lass nur unbedingt die Tür für mich offen.« Ich versprach es ihm. Dann rannte er den Flur entlang, davon und wich dabei den Toten mühelos aus. Seine Bewegungen erinnerten mich an einen Footballspieler, der auf die Endzone zustürmt, um einen Touchdown zu schaffen. Wann immer die Zombies nach ihm griffen, war er bereits an ihnen vorbei. Ich drehte mich in die andere Richtung und trat den Weg zum Bunker an. Als ich Mike das nächste Mal sah,
war ihm die Kehle herausgerissen worden. Seine Nase hing nur noch an einem dünnen Hautstrang und eines seiner Augen fehlte. Aber davon ließ er sich nicht aufhalten. Wie angekündigt, kreuzte er an der Bunkertür auf. Und dann wollte er mich fressen. Es gab zwei Zugänge zum Bunker. Einer verlief durch einen Tunnel, dessen Zugang sich draußen auf der anderen Seite des Bergs befand, ein Stück vom Hotel entfernt. Wenn wir Besucher herumführten, fuhren wir normalerweise mit dem Bus dorthin und begannen dort mit der Tour. Der Eingang verfügte über eine 3 Meter hohe Explosionsschutztür aus Stahl, an der ein großes Schild mit der Aufschrift »Gefahr Hochspannung« prangte. Ursprünglich war das Schild angebracht worden, um Neugierige abzuschrecken, Spaziergänger oder Jäger, die zufällig darüber stolperten, aber mittlerweile erfüllte es keinen Zweck mehr. Das Pocahontas ließ es nur um des Effekts willen wegen an der Tür hängen. Da der Bunker inzwischen nur noch als Museum genutzt wurde, verlieh ihm das Schild einen Hauch von Authentizität. Der andere Zugang befand sich im Hotel selbst und grenzte an das im Untergeschoss untergebrachte Tagungszentrum. Das Tagungszentrum bestand im Prinzip aus einem riesigen offenen Saal, in dem verschiedene Organisationen und Gruppen, Konferenzen, Personalversammlungen, Abendveranstaltungen und Ähnliches abhielten. Man konnte den Saal nur als äußerst schlicht bezeichnen. Der Teppichbelag war dünn und abgewälzt. Die Deckenbeleuchtung strahlte zu hell, die Wände waren in einem einfallslosen Weißton gestrichen. Ich habe mal gehört, wie ein Hotelgast das Dekor als unsagbar langweilig beschrieb. Allerdings verbarg eine dieser langweiligen Wände den zweiten Eingang zum Bunker. Wenn man die Trennwand beiseite schob, kam dahinter eine weitere Explosionsschutztür aus Stahl zum Vorschein, größer als jene am Tunnelzugang draußen. Sie maß 3,5 Meter in der Höhe, ebenso viel in der Breite und wog über 25 Tonnen. Trotz ihrer Dimensionen ließ sich die Explosionsschutztür von innen mühelos öffnen. Jeder gesunde Durchschnittsmensch wäre dazu in der Lage gewesen. Es gab ein Rad, das man drehte, um sie zu öffnen oder zu schließen, und man musste dafür lediglich eine Masse von etwa 10 Kilogramm bewegen. Bei Rundgängen verließen wir den Bunker immer auf diesem Weg, und die Besucher zeigten sich jedes Mal überrascht, wenn sie auf einmal das Hotel betraten. Ein Kreischen holte mich jäh in die Gegenwart zurück. Eine Frauenstimme. Ich konnte nicht einordnen, zu wem sie gehörte, aber sie brüllte, dass sie etwas ins Gesicht beißen wollte. Die Zombies fluteten die Lobby und es blieb keine Zeit, um auf einen der Aufzüge zu warten. Ich entschied mich stattdessen für die Treppe, nahm 2 Stufen auf einmal, stürmte hinunter und blieb am Ende des Treppenhauses stehen. Ich legte ein Ohr an die Tür und lauschte, wollte herausfinden, ob es im Tagungszentrum noch sicher war oder nicht, doch das ließ sich unmöglich abschätzen. Dafür hallte das Geschrei von oben zu laut herunter. Also holte ich tief Luft, öffnete die Tür langsam ein Stück und spähte in den Saal. Entweder hatte sich Mikes Warnung verbreitet oder andere hatten dieselbe Idee wie er gehabt, denn an der Wand kauerte eine Gruppe von etwa 25 Personen. Ungefähr die Hälfte der Leute kannte ich, Hotelpersonal. Bei der anderen Hälfte schien es sich um Gäste oder Besucher zu handeln. Ein großer, kräftiger Kerl trug die Montur eines Technikers vom lokalen Kabelnetzbetreiber. Mein Freund Drew befand sich ebenfalls unter ihnen und ich fühlte mich auf Anhieb besser, als ich ihn bemerkte. Ich trat durch die Tür und eilte zu den Leuten hinüber. »Pete!« Drew stürmte auf mich zu. »Bitte sag, dass du einen Schlüssel hast, um reinzukommen!« Nickend zog ich die Schlüsselkarte aus meiner hinteren Hosentasche. Drew seufzte spürbar erleichtert. »Gott sei Dank, ich dachte schon, wir seien hier unten gefangen.« Die Gruppe scharte sich um mich und versperrte mir den Zugang zur Trennwand. Hinter uns polterte etwas im Treppenhaus. Die Leute gingen mir aus dem Weg und ich eilte zur Mauer, um die Trennwand zur Seite zu schieben und die Explosionsschutztür freizulegen. Der Lärm aus dem Treppenhaus wurde lauter. Ich zückte meine Schlüsselkarte. Das Schloss öffnete sich und ich drehte das Rad. Mit einem tiefen, unheilvollen Dröhnen schwang das Tor auf. »Alle rein!« Das brauchte ich niemand zweimal zu sagen. Die Gruppe hastete in den Bunker, die Leute rempelten sich dabei heftig. Drew bildete das Schlusslicht des Trosses. Er hielt inne, als er bemerkte, dass ich ihm nicht folgte. »Kommst du nicht?« Ich schüttelte den Kopf.
Ich muss auf Mike warten. Er ist zurück in die Küche gerannt, um uns Vorräte zu holen. Drew schaute zum Treppenhaus, zu den Fahrstuhltüren und dann zurück zu mir. Seine Augen waren geweitet, seine Züge verkniffen. Glaubst du, er kann das schaffen? Muss er sonst verhungern? Wir, da drin sind keine Lebensmittel, nur ein Verkaufsautomat mit Limonade, Chips und ähnlichem Mist. Hinter uns fragte jemand, was ist denn los? Drew und ich drehten uns um. Es war der Servicetechniker von der Kabelfirma. Er starrte uns verwirrt an. Durch die Angst wirkten seine Züge angespannt und bleich. Seine hohe Stirn glänzte vor Schweiß. Er sonderte einen säuerlichen Geruch ab. Aus dieser Entfernung konnte ich den über der Brusttasche seiner Montur eingestickten Namen lesen. Chuck. Wir warten auf jemanden, erklärte ich. Chuck blinzelte. Aber diese Kreaturen sind noch nicht hier und mein Freund Mike ist losgerannt, um uns Lebensmittel und andere Vorräte zu besorgen. Sobald er hier eintrifft, schließen wir das Tor. Scheiß drauf, rief jemand. Ich konnte nicht erkennen, wer. Die Gruppe stand so dicht zusammengepfercht wie Sardinen in einer Konservendose. Wenn Sie herumlungern und auf Ihren Freund warten wollen, dann nur zu, aber machen Sie zuerst die verdammte Tür zu. Ehrlich gesagt, meldete sich Drew zu Wort, sehe ich das auch so. Uns passiert hier unten nichts, beharrte ich. Die Zombies sind oben im Erdgeschoss. Dann schwang mit einem Knall die Tür zum Treppenhaus auf. Ein Leichnam polterte in den Konferenzraum und strafte mich Lügen. Mein Blick wanderte hinüber zum Lastenaufzug. Die Türen blieben geschlossen. Die Lämpchen darüber zeigten an, dass sich der Fahrstuhl noch in der Lobby befand. Zähneknirschend unterdrückte ich den Drang, in den Bunker zu flüchten und das Tor zu verriegeln. Verdammt nochmal, Mike! Der erste Zombie rappelte sich auf und starrte uns an. Dann schlurfte er los und streckte uns seine Hand entgegen. Der andere Arm hing schlaff an der Seite herab, offensichtlich an mehreren Stellen gebrochen. Gesplitterte Knochen ragten wie Igelstacheln aus der gerissenen Haut. Der Mund stand offen, die gräulich-weiße Zunge baumelte wie eine Nacktschnecke heraus. Die Kreatur bewegte sich einen weiteren Schritt auf uns zu. Zwei weitere Leichen kamen aus dem Treppenhaus und schlossen sich dem ersten Toten an. Dann stieß noch ein weiterer zu ihnen. Komm schon, Pete. Drew zupfte an meiner Schulter. Wir müssen zumachen. Wir müssen auf Mike warten. Offensichtlich kommt er nicht, meinte ein anderer Mann. Später sollte ich erfahren, dass er Jim Mars hieß. Wenn wir noch länger warten, sind wir tot. Er hat recht, Pete, sagte Drew. Mach schon. Mit einem Schulterzucken befreite ich mich von Drews Hand und schaute erneut zum Aufzug. Die Lämpchen darüber leuchteten und zeigten an, dass er sich bewegte. Wenn wir ohne Lebensmittel da reingehen, gab ich zurück, sind wir genauso tot. Das überstehen wir schon. Wir brauchen nur wenige Tage zu warten. Wenn wir nicht rauskommen, wird ihnen früher oder später langweilig und sie verziehen sich. Die Zombies schlurften näher. Hinter uns signalisierte die Gruppe im Bunker ihre Zustimmung zu Drews Meinung und bedrängte mich, die Tür zu schließen. Dann trat Chuck vor. Passen Sie auf, sagte er. Das ist scheiße. Wenn Sie nicht mitkommen wollen, ist das Ihr Bier. Bleiben Sie ruhig hier und lassen Sie sich fressen, aber wir schließen jetzt die Tür. Ich wollte ihn gerade anschnauzen, aber dann bimmelte der Aufzug und die Türen öffnen sich. Wir alle starrten in diese Richtung. Mike trat heraus. Selbst wenn er nicht so offensichtlich übel zugerichtet gewesen wäre, hätte ich auf Anhieb bemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmte, weil er sich ruckartig und stockend bewegte. Mich schauderte und ich konnte den Blick nicht von den grausigen Verletzungen abwenden, die er sich in der kurzen Zeit seit unserer letzten Begegnung zugezogen hatte. Neben dem fehlenden Auge, der herausgerissenen Kehle und der beinahe vollständig abgetrennten Nase, die nur noch an einem Hautfetzen baumelte und bei jedem Schritt gegen seine Wange klatschte, glich der Schritt von Mikes Hose einem blutigen Chaos. Ich konnte mir nicht sicher sein, aber es sah so aus, als sei ihm der Schwanz abgerissen worden. Er befand sich nicht allein im Fahrstuhl. Unmittelbar hinter der geöffneten Türen stand ein Rollwagen, schwer beladen mit Konservendosen, Schachteln voller getrockneter Lebensmittel und Kisten mit Mineralwasser in Flaschen. Oben auf den Vorräten lag ein Erste-Hilfe-Koffer. Außerdem umgaben den Wagen fünf weitere Zombies.
Sie schleppten sich hinter Mike her und starrten uns mit ausdruckslosen Zügen an. Ihre Münder glänzten rot, die Lampen am Tagungszentrum flackerten und wurden schwächer und dann wieder hell aufzuleuchten. Das Blut in den Gesichtern der Zombies wirkte dadurch noch schauerlicher. Tja, würdet ihr jetzt hingehen? Und den Wagen schnell mal wegschieben? Ich finde es super krass geschrieben, super spannend. Es ist irgendwie wie so ein Film. Es ist mittlerweile immer häufiger, dass man Bücher hat, die wirklich wie Filme geschrieben sind. Ich glaube auch mit dem Wunsch, dass sie verfilmt werden. Aber auch, weil das so ein beliebter Stil mittlerweile ist. Sehr originelle Story, cool, sagt Creepy. Ich finde es auch und ich finde das Buch super spannend. Und wie gesagt, es soll an einigen Stellen sehr witzig sein, an anderen sehr düster. Und es ist auch, wie gesagt, vom psychologischen Aspekt sehr spannend, ob die sich nun essen werden oder nicht. Also ich kann euch das Buch nur empfehlen und ich hoffe, euch hat diese kleine Leseprobe gefallen.